Επιτάουρος. Wenn sich der Besucher auf der heutigen Straße dem Tal von Epidaurus nähert, hat er das Gefühl, ein geheiligtes Gebiet zu betreten. Herr des Tales und des der Heilung der Kranken gewidmeten Heiligtums war der in der Antike außerordentlich populäre Gott Asklepios, in dessen Heilkräfte die Sterblichen ihre Hoffnungen setzten. Der Berg, der das Tal des Asklepions von Epitauros im Südosten abschließt, trug in der Antike den Namen Kynortion. Auf dem Gipfel des Kynortion wurden spätestens seit der mykenischen Zeit um 1500 vor Christus Kulthandlungen vollzogen. In dem dort befindlichen Heiligtum wurden bis zum Ende der mykenischen Zeit um 1100 vor Christus Weihgeschenke niedergelegt. Über das Schicksal des Heiligtums nach dem Zusammenbruch der mykenischen Welt ist nichts bekannt. Offenbar ist aber die Heiligkeit des Platzes in den folgenden schwierigen Zeiten nicht in Vergessenheit geraten. Obwohl der Platz nicht gepflegt wurde, fanden sich weiterhin vereinzelte Pilger ein, die ihre Weihgaben niederlegten und die heilige Tradition fortsetzten. Anscheinend trat in dieser Zeit im Kult auf dem Kynortion das männliche Element, das an der Seite der weiblichen Gottheit in geringerem Maße bereits in mykenischer Zeit, also von 1550 bis 1200 vor Christus verehrt worden war, stärker in den Vordergrund. Es wurde dem Apollon Maleatas geglichen, der mit diesem Beinamen lokale Charakteristika der prähistorischen Zeit in sich aufnahm. Die Namen Maleas, Maleatas und Maleatis sind in der gesamten östlichen Peloponnes belegt. Bereits während des 6. Jahrhunderts vor Christus entwickelte sich in der Ebene südöstlich des Heiligtums auf dem Kynortion ein neues Kultzentrum. In diesem Heiligtum wurde Apollon Maleatas und sein Sohn Asklepios gemeinsam verehrt, der als chronische göttliche Macht, der seine Kräfte aus der Erde schöpfte, rasch zum wichtigsten Heilgott aufstieg. Allerdings wurden im Kult von Epidaurus nie die Anfänge und die Existenz der beiden Heiligtümer, das des Apollon Maleatas auf dem Kynortion und das des Asklepios in der Ebene, vergessen. Sie wurden vielmehr bis zum Ende der Antike als ein einheitliches Heiligtum betrieben, als Heiligtum des Apollon Maleatas und des Asklepios, wie es in den Inschriften genannt wird. Die Regeln des Kultes legten es dem Kranken auf, zuerst Apollon Maleatas zu opfern, bevor er Asklepios anrufen durfte.
Die Heilung der Kranken durch Schlangen wird auf der ersten Stele mit den Wundertaten der Götter Apollon und Asklepios beschrieben, die im östlichen Abschnitt der oberen Säulenhalle des Abatons gefunden worden ist, wo sie die Kranken lesen konnten, die auf den Heilschlaf warteten. Die Stele stammt aus der Zeit um 350 bis 300 vor Christus und enthält folgenden Bericht. Einer der zahlreichen Kranken, die im Heiligtum des Asklepios zusammenströmten, war an einer Zehe von einer Schlange geheilt worden. Sein Zustand war sehr kritisch gewesen, weil sich dort ein bösartiges Geschwür gebildet hatte. Eines Tages war ein Mann auf seinem Sitz eingeschlafen und eine der heiligen Schlangen des Gottes Asklepios war vor dem Abaton erschienen und hatte seine schmerzende Zehe mit ihrer Zunge berührt. Nachdem die Schlange ihre Mission erfüllt hatte, war sie ins Innere des Abatons zurückgekehrt. Als der Mann erwachte, sah er, dass er geheilt war und verkündete, dass er im Schlaf einen Traum gesehen hatte. Ihm schien, dass sich ihm ein gut aussehender junger Mann genähert und eine Arznei auf die schmerzende Zehe gegossen hatte. Die Heilung des Kranken wurde von den Priestern auf einer Steinplatte aufgezeichnet, die dann zum Ruhme des Gottes Asklepios im Asklepion aufgestellt wurde. Dieses Wunder kann durch eine pharmazeutische Behandlung der erkrankten Zehe erklärt werden. Die Intervention der heiligen Schlange bei der Heilung der Zehe kann als aktiver Eingriff des Gottes gedeutet werden, wenn man einräumt, dass die Heilung einen überirdischen Aspekt besessen hat. In der Ebene, in der sich das große Heiligtum des Asklepios entwickelte, reichen die ältesten Spuren der menschlichen Anwesenheit bis in die prähistorische Zeit zurück. Außerdem besitzen wir Hinweise darauf, dass der Kult im Zentrum des Asklepions bereits in der frühen historischen Zeit eingesetzt hat, also während des 8. oder 7. Jahrhunderts vor Christus.
Sicher ist jedenfalls, dass dort früh im 6. Jahrhundert vor Christus ein Brunnen angelegt wurde, in dem wahrscheinlich das Wasser eines in der Nähe vorbeifließenden Baches gesammelt wurde und der dann von späteren Gebäuden überbaut worden ist. Auf diese Weise war für das Hauptelement der Heilung das Wasser gesorgt. Etwas weiter südlich befand sich wie auf dem Berg Kinortion ein Aschealtar, neben dem ein kleiner Tempel, ein Naiskos, errichtet wurde. Im 5. Jahrhundert vor Christus wurden dieser Naiskos und der Altar in eine viereckige Umfassung eingeschlossen, die aus zwei kleinen Säulenhallen und einer einfachen Mauer bestand. Gegenüber wurde ein neuer Altar errichtet. Die aus dem Aschealtar geborgenen Funde haben gezeigt, dass Apollon und Asklepios gemeinsam verehrt wurden. Im 4. Jahrhundert vor Christus erhielt dieser Komplex, der als Gebäude E bezeichnet wird, eine dritte, wahrscheinlich zweistöckige Säulenhalle, die entlang der einfachen Mauer errichtet wurde, sowie eine Fassade mit einem Propylon. Im Jahre 375 vor Christus wurde ein umfangreiches Programm zur Errichtung monumentaler Bauten im Asklepion in Angriff genommen. Über dieses Programm sind wir durch Inschriften informiert, die über die administrativen und finanziellen Aspekte dieser Bauten berichten. Zunächst wurde innerhalb von 5 Jahren im Süden, nahe des heiligen Brunnens, der Asklepios-Tempel errichtet. Er bestand aus Porosstein und besaß außen eine Säulenhalle mit 6x12 dorischen Säulen und im Inneren eine korinthische Säulenstellung. Seine Giebelskulpturen waren aus Marmor gearbeitet und stellten die Eroberung von Troja sowie die Amazonomachie dar. Die ebenfalls marmornen Akrothea-Figuren auf den Spitzen und den Ecken der Giebel waren Statuen von Niken und Nereiden, die von bedeutenden Bildhauern dieser Zeit wie Timotheos geschaffen worden waren. Vor dem Tempel waren neben der Eingangsrampe auf einem noch heute erhaltenen Sockel eine weitere Bronzestatue des Gottes aufgestellt. Sie zeigte den Gott mit einer Opferschale in der Hand, aus der Wasser floss. Das als Abaton oder Enchimeterion bezeichnete Gebäude schließt den zentralen Bereich des Heiligtums nach Norden ab. In dieser 70 Meter langen Säulenhalle erwarteten die schlafenden Kranken die Erscheinung des Asklepios, der sie heilen oder ihnen eine Therapieanweisung geben würde. Dieser Vorgang wurde als Heilschlaf bezeichnet. Die Säulenhalle des Abatons ersetzte im 4. Jahrhundert vor Christus eine kleinere, archaische Stoa, die die große Zahl der Pilger nicht mehr aufnehmen konnte, die in dieser Zeit in dem berühmten Heiligtum zusammenströmten. Das Bauwerk besaß an der Fassade 31 ionische Säulen, deren Zwischenräume mit Gittern geschlossen waren. Diese Tatsache zeigt, dass die Säulenhalle nur für diejenigen zugänglich war, die am Mysterium der Wunderheilung teilnahmen. Hierauf deutet auch der Name Abaton hin, der besagt, dass das Gebäude von Unbefugten nicht betreten werden durfte. Vom Abaton der klassischen Zeit sind heute nur das Porosfundament und einige Abschnitte des aufgehenden Mauerwerks erhalten. Das Gebäude ist wahrscheinlich durch das furchtbare Erdbeben des 16. Jahrhunderts nach Christus zerstört worden. In den Jahren 360 bis 330 vor Christus ist westlich des Asklepios-Tempels die Tollus, ein unterkellerter Rundbau, errichtet worden. Sie besaß außen eine dorische Säulenstellung aus Poros und in der runden Mauer des Allerheiligsten ein Portal mit außerordentlich reichem und detailliert ausgeführtem Schmuck.
Die innere korinthische Säulenstellung bestand aus Marmor. Der Fußboden im Inneren war mit kunstvoll angeordneten, rautenförmigen, schwarzen und weißen Platten belegt und die Kassettendecke war mit plastischen Blüten geschmückt. Das mit Marmorplatten gedeckte Dach trug auf dem höchsten Punkt einen komplizierten pflanzlichen Akrotär. Die Tholos setzt die attische Tradition fort, ein kleines Gebäude durch die Steigerung des architektonischen Schmucks aufzuwerten. Sie bildet das vollendetste Beispiel dieser Tendenz. Der Architekt des Gebäudes war der Argiva Polyklet. Die drei kreisförmigen unterirdischen Gänge unter dem Gebäude waren durch Öffnungen miteinander verbunden und zwangen durch Absperrungen an den geeigneten Stellen dazu, den mäanderartigen Weg vollständig abzuschreiten. Die runde Form, die im antiken Griechenland vor allem für Grabbauten charakteristisch war, und die Kelleranlage, die die labyrinthischen Gänge der Unterwelt imitiert, führen zur Deutung dieses Bauwerks als Monument, das die unterirdische Wohnstadt des Asklepios darstellte, der dem Mythos zufolge aus dem Erdinneren heraus heilte. Zu den zentralen Kultbauten im Asklepion zählte auch der Tempel der Artemis, der Schwester des Apollon, der um 330 v. Chr. Unmittelbar südlich des Gebäudes E errichtet wurde. Es handelte sich um einen Prostylos mit 6 dorischen Säulen an der Fassade, dessen Traufleiste mit Wasserspeiern in Form von Hunde- und Eberköpfen geschmückt und auf dessen Giebelecken Nike-Statuen als Akrotere aufgestellt waren. Am Hang des Berges Kinortion und mit Blick auf das Asklepios-Heiligtum errichtet, befindet sich das berühmteste Theater des antiken Griechenlands, das Theater von Epidaurus. Es ist um die Mitte des 14. Jahrhunderts vor Christus vom Architekten Polyklet entworfen worden und heute das am besten erhaltene Monument innerhalb der Ausgrabungsstätte. Es kann 12.000 bis 14.000 Zuschauer aufnehmen und ist nahezu vollständig erhalten. Das Theater ist wegen der Harmonie seiner Proportionen, vor allem aber wegen seiner einzigartigen Akustik berühmt. Im Theater fanden die musikalischen und dramatischen Aufführungen statt, die aus Anlass der Feste zu Ehren des Asklepios veranstaltet wurden. Im Theater von Epidaurus findet alljährlich in den Sommermonaten das Festival von Epidaurus statt, bei dem antike Tragödien und Komödien aufgeführt werden. Wenn man vom Theater zum Heiligtum geht, trifft man zunächst auf die Überreste des Katagogion, des größten Gebäudes innerhalb des Asklepios-Heiligtums.
Es handelt sich um ein quadratisches Gebäude von 76 Meter Seitenlänge, das im Inneren in vier weitere Quadrate gegliedert ist, die alle einen von Säulen umstandenen Innenhof besitzen, um den die Räume gruppiert sind. Die zwei Stockwerke des Gebäudes verfügten insgesamt über 160 Räume. Das Katagogion, das am weitesten von den anderen entfernt gelegene Gebäude, war die Herberge des Heiligtums, in der die Patienten und deren Begleiter sowie die große Menge der Pilger untergebracht wurden, die anlässlich der großen Feste zu Ehren des Gottes ins Heiligtum strömten. In einiger Entfernung zur antiken Herberge befindet sich das griechische Bad. Es wurde zu Beginn der hellenistischen Zeit im 3. Jahrhundert vor Christus etwa gleichzeitig mit dem Katagogion und dem großen kultischen Hestiatorion rechts neben ihm errichtet. Es handelt sich um einen rechteckigen Bäderkomplex mit einem großen Hof. Um diesen Hof sind an drei Seiten rechteckige Räume mit Wascheinrichtungen, Becken und Abflusskanälen gruppiert. Das eindrucksvolle große Gebäude rechts neben dem griechischen Bad ist das kultische Hestiatorion. Es besteht aus unterschiedlich großen Räumen, die um einen von dorischen Säulen umstandenen Innenhof gruppiert sind und in denen die kultischen Mahlzeiten eingenommen wurden. Diese Mahlzeiten, an denen alle Pilger teilnahmen, waren Bestandteil des Kultes. In einigen der Räume sind Plätze für Klinen, das heißt einfache Ruhebetten, gefunden worden. Das Gebäude stammt aus dem späten 4. Jahrhundert vor Christus, einer Zeit, in der die Ausstrahlung des Heiligtums bereits größer geworden war und deshalb größere Bauten für die an den kultischen Mahlzeiten teilnehmenden Pilger benötigt wurden. Im 1. Jahrhundert vor Christus wurde das Hestiatorion durch Piratenüberfälle weitgehend zerstört. Sehr viel später, im 3. Jahrhundert nach Christus, wurde dann in den Innenhof das römische Odeon eingebaut. Für seine Errichtung wurden Bauglieder des Hestiatorions und anderer Gebäude des Heiligtums wiederverwendet.
Von den Sitzen des Zuschauerraums sind nur 9 stark zerstörte Sitzreihen erhalten geblieben, die aus gebrannten Tonplatten errichtet sind. Im Odeon wurden überwiegend musikalische und dramatische Aufführungen veranstaltet, die mit den kultischen Mahlzeiten in Zusammenhang stehen, die weiterhin in den Räumen des kultischen Hestiatoriums stattfanden. Das große rechteckige, in römischer Zeit errichtete Gebäude nördlich des kultischen Hestiatoriums beherbergte das Heiligtum, von dem der Reiseschriftsteller Pausanias überliefert, dass dort die Gottheiten von Epidaurus in Gestalt ägyptischer Gottheiten verehrt wurden. In einer Zeit, in der sich die Kulturen und Religionen vermischten, wie dies in der römischen Zeit vom 2. Jahrhundert vor bis zum 4. Jahrhundert nach Christus der Fall war, konnten Apollon, Asklepios und Hygieia als Osiris, Horus und Isis verehrt werden, da die beiden Triaden mit den chthonischen, lebensspendenden Kräften verbunden waren. Das Heiligtum der ägyptischen Götter besaß einen großen Saal mit einem Platz für die Einweihungen, links einen weiteren hypostilen Saal und rechts einen runden Reinigungsraum für die Priester. Gegenüber dem Heiligtum der ägyptischen Götter und dem Hestiatorium befindet sich das Stadion. Während der Asklepia, den Festlichkeiten zu Ehren des Asklepios, fanden außer Theateraufführungen auch Sportwettkämpfe statt. Wie in anderen Heiligtümern waren die sportlichen Wettkämpfe auch in Epidaurus eng mit dem Kult verknüpft. Das Stadion von Epidaurus ist in einer natürlichen Senke angelegt worden, die den Bedürfnissen der Athleten und der Zuschauer entsprechend verändert wurde. Die rechteckige Kampfbahn ist 181,30 Meter lang und mit einem steinernen Kanal umgeben. Der Kanal versorgte die Athleten und die Zuschauer mit Trinkwasser, diente aber auch zur Ableitung des Regenwassers. Zur Zeit der Römerherrschaft wurde das Heiligtum mit einer Säulenhalle umbaut, für deren Errichtung Bauglieder der zerstörten Gebäude wiederverwendet wurden. Sie umgab den heiligen Platz, die hauptsächlichen Bauten des Heiligtums, wie die Tholos und das Abaton, die Tempel des Asklepios und der Artemis samt ihren Altären, das Gebäude E und den westlich davon gelegenen archaischen Altar. Nördlich des Heiligen Platzes erhob sich die Stoa des Kotys. Dieses Gebäude diente wahrscheinlich nicht dem Kult, sondern dem Handel. Rechts der Stoa befinden sich die Aquäs, eine Bäderanlage aus dem mittleren 2. Jahrhundert nach Christus. Das Wort Aquäs ist vom lateinischen Wort aquae abgeleitet, was Wasser bedeutet. Die Existenz von Bädern im Heiligtum eines antiken Heilgottes ist absolut verständlich. Man denke nur an die Bedeutung, die dem Wasser bei der Hygiene zukommt. Die Aquäs sind nur eine von 6 bisher bekannten Bäderanlagen innerhalb des Asklepions und eines der am besten erhaltenen Monumente des Heiligtums. Das in die Bäderanlage integrierte römische Heiligtum aus dem 2. Jahrhundert nach Christus an der rechten Seite des heiligen Platzes war den schenkenden Gottheiten geweiht. Hier wurden Gottheiten verehrt, die den Menschen Gesundheit, Wohlstand und Glück schenkten.
Innerhalb des Heiligtums waren im Halbkreis Kultstatuen des Asklepios und der Mitglieder seiner Familie aufgestellt. Wenn man der Heiligen Straße folgt, die den Heiligen Platz in Richtung Norden überquert, trifft man etwa 75 Meter nach den übrigen Gebäuden auf den antiken Eingang zum Heiligtum, die großen Propyläen. Das monumentale Bauwerk, das in der Mitte eine Rampe für die an den religiösen Prozessionen teilnehmenden Wagen besitzt, ist um 300 vor Christus errichtet worden und hebt den Eingang zum Heiligtum in gebührender Weise hervor. Teile der Säulen und der aufgehenden Architektur der Propyläen sind im Museum rekonstruiert worden.